Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder Kelnix, heute mit dem zweiten Teil zum letzten Wing vom Solo-Abenteuer der Forscherliga. Wir wollten uns noch den Klassenherausforderungen nämlich widmen. Die haben wir noch nicht gemacht. Und danach bleiben uns noch die ganzen heroischen Bosse. Da werde ich auch mal schauen. Ich werde ein bisschen querbeet machen, also da wird es keine wirkliche Reihenfolge geben. Aber stürzen uns mal direkt hier in die Schurkenherausforderung und schauen mal, was auf uns zu ist. Es ist auch bei mir schon etwas länger her, seitdem ich das letzte Mal mich damit beschäftigt habe. Ihr seht, das Video ist jetzt auch 5 Tage nach dem letzten erschienen, also eine kleine Pause hatte ich, aber jetzt geht's wieder weiter. Und wir schauen mal, wie das hier läuft. Was waren das nochmal? Die können wir schon mal so lassen. Ah, die 5 kann weg. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Was war das hier? Ah ja, jeder Spieler erhält eine zufällige Karte. Ja, verhüllen für 0 Mana, wunderbar. Das wird nicht viel helfen. Aber schauen wir mal, ich denke mal, wir werden. Ach, kriegen wir jetzt die oder die Karte? Ich glaube, die haben wir schon. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich den Gruftplünderer. Der extrem cool ist im der Arena, habe ich festgestellt. Oh, jetzt wird's interessant. Ah, eine Bärenfalle, okay. Gut, wir nehmen das Gipfelverdammt. Oder wie auch immer das Ding heißt. Oh, wunderbar. Das passt doch mal perfekt. Versuchen wir mal unseren Gegner schnell zu töten. Die Verdammniswache war echt glücklich, da raus zu bekommen. Oh, gesegneter Champion. Noch mehr Damage. Und was wird eingefroren? Die 5-4, auch wenn es keinen Sinn ergibt, weil wir so einen sehr entspannten Trade haben. Ich denke mal, wir können wahrscheinlich den nächsten Kühl töten. Das heißt, wir werden mal allen Verstohlenheit geben. Auch nochmal hier angreifen. Der eine Schaden wird schon nichts schaden. Yay. Damit hätte er sich retten können. Jetzt nicht mehr. Denn es sind genau 18 Schaden, die haben wir mit dem gesegneten Champion. Aber was wäre das ohne schlechte Manieren? Halt ihn auf, ich bin gleich da. So, und kaputt ist er. War jetzt relativ entspannt. Ich denke auch, dass die Klassenherausforderungen uns nicht so lange brauchen. Und wir kriegen den Gruftplünderer. Wie gesagt, ich hatte die Karte schon mal in der Arena. Sie wirkt jetzt nicht so stark, einfach die Münze, aber wenn man zum Beispiel als Zweiter spielt, müsst ihr das so sehen, spielt der Runde 3 den Gruftplünderer, kriegt er tradet wahrscheinlich und stirbt gegen irgendwas, zum Beispiel einen Yeti. Ihr habt wieder eine Münze und könnt weiterhin so quasi das Tempo aufrecht halten. Ziemlich coole Karte, auch gut für Kombis, also als Combo-Aktivator. Zum Beispiel man spielt das Runde. Ja, wobei, nee. Doch Runde 3, da müsste er sterben. Und Runde 4 kann man dann mit der Münze von ihm diese 3-7, die dann zum Ogre wird, spielen. Also auch gar nicht mal so schlecht. Ah, hier war ein Schaden pro, genau. Ich erinnere mich. Ja, wahnsinniger Bomber. Na, warte, das sind 6 Schaden zum Gegner. Manchmal. Schauen wir mal, wie es läuft. Den erinnere ich mich, der war echt toll. Nur dass die ganzen Bomber nichts bringen, wenn man das Board eh unter Kontrolle hat. Ich weiß nicht, ob das dem Spiel nicht aufgefallen ist. Pass auf, gleich sind beide weg. Natürlich. Wäre auch zu komisch, wenn er was anderes getroffen hätte. Wow. Ah, ich gebe denen lieber Leben. Jetzt bereue ich es. Ach ja, und er bekommt noch Rüstung, genau. Ist zwar doof, dass er so stirbt, aber er hat seinen Zweck erfüllt. Nächste Runde wird dann der perfekte wahnsinnige Bomber. Hoffentlich das Board etwas unter Kontrolle kriegen für uns. Na,
kann ja nicht spielen, weil der da im Bild ist. Ja, auch toll. Wunderbare Bombe. Schlecht, schlecht. Okay, komm einmal noch da, bitte. Okay, heute nicht. Also gehen wir auch mal ins Gesicht. Was ist jetzt besser? Ich denke, ich spiele noch einmal den wahnsinnigen Bomber. Sollte eigentlich nicht sterben bei uns. Die Gefahr besteht leider trotzdem. Hat oft den Gegner getroffen. Und deshalb traden wir. Um eben auch die Kreatur selbst zu schützen, nehmen wir sie zurück auf die Hand. Ach Gott, das wird jetzt ja eine 6. Ja. Wird auch noch gebufft und er kann sich heilen. Es war dieses ewig lange Match. Ich erinnere mich wieder. Ich denke, wir werden hier traden und dann den verrückten Bomber spielen. Bitte einmal dort treffen. Einmal. Wow. Wow. Einfach nur wow. War vielleicht nicht klug, weil wir jetzt den Goblin-Sprengmeister wahrscheinlich nicht aktivieren können, wenn er dort angreift mit seiner Waffe. Vielleicht macht das aber auch nicht. Verstohlenheit. Okay. Oh, er hat falsch schon angegriffen. Gut, gerade nochmal gerettet. Das heißt, jetzt muss der Goblin-Sprengmeister gute Arbeit liefern. Schauen wir mal, was er trifft. Okay, war jetzt nicht perfekt, aber immerhin. Das kriegen wir kaputt. So können wir auch noch den Trade machen. Und dann schützen wir das mal so. Zack. Na, jetzt habe ich schon wieder Lex. Ich liebe es. So langsam kriegen wir ihn runter, aber ich erinnere mich an den Gegner noch relativ gut. Der hat uns damals schon zu Tode genervt. Jedenfalls mich. Wenigstens hat er dort kein Sportgottesschild bekommen. Dafür kriegt er so Gottes Schild. Toll. Das heißt, die Arkangeschosse müssen einmal dort treffen. Hoffen wir mal auf das Beste. Einmal bitte in der Mitte. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu viel verlangt. Gut. Ja, toll. Es ist wieder abgestürzt. Das heißt, wir müssen mal ganz schnell das Spiel neu starten. Ihr habt gerade hier einen kleinen Blackscreen. Den bitte ich zu entschuldigen. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir können auch mit den zwei Kreaturen angreifen. Werden wir auch mal machen. Und jetzt sollten wir auch den Gegner hoffentlich schnell zu Ende kriegen. Er macht die Trade zum Glück für uns. So, er hat nicht mehr allzu viel Power. Ich denke, wir werden einmal hier traden, spielen den verrückten Bomber hinterher. In der Hoffnung, einen von seinen Kreaturen zu treffen. Das war schon mal gut. Und würde ich sagen, klären wir das Board und ab hier sollte es nur noch ein ganz entspannt langsamer Kampf sein. Ja, 5 Schaden konnte er noch machen, jetzt wird er eingefroren. Und ich nutze mal die Arkangeschosse gerade gegen ihn, weil es quasi wirklich 3 Schaden sind zu ihm. Und das ist etwas effektiver, habe ich festgestellt. Wir wollen auch die 2-2 möglichst jetzt schnell zerstören, weil sie uns eben weitere 3 Kreaturen gibt. Zack. Und das heißt nochmal 2 Schaden mehr quasi. Und wir haben für die nächste Runde 7 Schaden, reicht leider nicht aus. Mal gucken, ob er auch Ansturm hat. Kein Ansturm bekommen. Das tut mir jetzt schrecklich leid. Na, ziehen wir mal die Karten. Vielleicht finden wir was, was ihn direkt tötet. Goblin-Sprengmeister sollte ihn töten. Ich gehe mal stark davon aus. Ja, das sieht gut aus. Mit allem noch ganz entspannt angreifen. Einmal hier die Heldenfähigkeit. Und ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Nein, sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Wenn es auch mit technischen Problemen. Schauen wir mal, was ich hier noch für eine letzte Karte bekomme aus den Klassenherausforderungen. Und zwar die belebte Rüstung. Jeglicher Schaden, der euren Held erleidet, wird auf 1 verringert. Gar nicht mal so schlecht. Für 4 Mana
4-4 als Stat. Ja, wisst jetzt nicht, in welches Deck die gerade passt, aber das war es jetzt auch schon mit der Klassenherausforderung. Uns bleiben noch die Heroischen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt, wir suchen uns irgendeinen heroischen Gegner raus und machen ihn kaputt. Bis dann, macht's gut, euer Kelnix. Ciao.